Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu, und wir schauen uns heute eine Produktion an. Hierbei handelt es sich um eine Pizzaproduktion. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Pizzaproduktion. Ja, und wie man schon mal hier jetzt gerade sieht, wir haben jetzt insgesamt drei Gebäude hierbei, die zu diesem Mod dazugehören. Wir haben einmal eine Lagermöglichkeiten. Und wir haben einmal einen Verkaufspunkt dabei, neben der eigentlichen Produktion. So, ja, wie man hier so sieht, haben wir eben, ja, ein Standardgebäude aus dem LS22. Mehr oder weniger, und ja, das heißt ja auch meistens nichts Schlechtes. So. Aber meine Lieben, wir schauen uns das Ganze jetzt einmal kurz in unserem Kaufmenü einmal an. Unter der Rubrik Sonstiges bei Bauen. Und da hätten wir jetzt einmal die Produktion selber für 60.000. Ja, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal Käse, Eier, Mehl, Olivenöl, Tomaten und Kartoffeln. Dann hätten wir noch einmal beim Verkaufspunkt, hätten wir dann auch nochmal einen, ja, extra Pizza-Verkaufsstelle, nur wo dann die Pizza angenommen wird, für 1.000 Euro eben halt dann diesen Verkaufspunkt. Dann hätten wir dann bei weiter unter den Gebäuden bei den Silos eben halt dann noch hinten für 25.000 die Möglichkeit, uns ein kleines Lager hinzusetzen mit, wie man schon hier unten schon sieht, einer Kapazität von 200.000 Liter. Ja, das zuerst mal zu den Gebäuden. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir gehen einmal in unser Escape-Menü rein, in den Reiter Produktionsketten, und da sehen wir dann hier zum Beispiel, wir können eine Pizza Margherita herstellen, wir können eine Kartoffelpizza herstellen, Pizza mit Ei und eine Pizza Marinara. So, diese können wir jetzt zum Beispiel herstellen. Ja, wir brauchen für eine Margherita zum Beispiel 5 Liter Mehl, 1 Liter Tomaten, 2 Liter Käse und 0,25 Liter Olivenöl. Dann bekommen wir daraus 7 Liter Margherita Pizza. Bei der Kartoffelpizza ähnliches Bild: 5 Liter Mehl, 2 Liter Kartoffeln, 0,25 Liter Olivenöl, und daraus bekommen wir dann 7 Liter Kartoffelpizza. Pizza mit Ei, ja, da brauchen wir dann 5 Liter Mehl, 1 Liter Tomaten, 1 Liter Käse und 2 Liter Eier, um eben halt dann 7 Liter Pizza mit Ei herzustellen. Und die Pizza Marinara brauchen wir dann 5 Liter Mehl, 3 Liter Tomaten und 0,25 Liter Olivenöl, um 7 Liter Pizza Marinara herzustellen. Vom Verkaufspunkt her aus könnten wir dann die Pizzen eben halt dann auch verkaufen. Da hätten wir zum Beispiel jetzt für die Marinara, hätten wir jetzt einmal die Lagerung und einmal die Verkaufsstelle. Für die Pizza mit Ei dasselbe, die Verkaufspunkt, der eben bei Mod mit drin ist, oder eben halt auch bei der Lagerung. Bei der Kartoffelpizza gleiches Spiel, und die Margherita genauso. Können wir dann auch einmal über die Pizzeria-Lagerung verkaufen oder eben halt dann direkt über die Verkaufsstelle. Ja, bei der Lagerung haben wir zum Beispiel, können wir hier zum Beispiel eben halt dann unsere Güter einlagern. Und was eben halt auch interessant ist, wir können hier einen Knopf drücken und können auch darüber unsere Güter wieder herausholen. So, Knöpfchen wird wieder gedrückt, und ja, wir haben dann den Spawnpunkt fürs eben halt herausholen so gesehen dann gesperrt. Ja, und wie man sieht, haben wir hier wirklich so ein kleines, ja, ich sag mal, so einen kleinen Bunker, wo wir dann unsere Güter einlagern können. Ja, und hier hätten wir zum Beispiel jetzt die verschiedenen Pizzasorten auf Palette. Da hätten wir zum Beispiel Pizza mit Ei bei 2000 Liter und 100 Kilo.
Dasselbe Spiel bei der Kartoffelpizza haben wir auch 2000 Liter auf der Palette für eben halt auch 100 Kilo. Die Marinara Pizza auch wiederum 2000 Liter pro Palette mit 100 Kilo und die Pizza Margherita ebenfalls 2000 Liter und 100 Kilo. Ja. Und hier drüben haben wir zum Beispiel jetzt unseren Verkaufspunkt. Da können wir dann unsere Güter eben halt dann verkaufen und unseren Gewinn dann einfahren. Ja, mehr gibt es aktuell jetzt hierzu jetzt nicht zu sagen. Außer wir schauen uns einmal kurz die Log an. Und wie man sieht, in der Log keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer getestet. Wie es jetzt auf dem Didi-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Diesen Mod, meine Lieben, könnt ihr euch runterladen bei ModHub. Gibt es aktuell für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Wenn euch diese kleine Mod-Versteuerung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Denn wie ihr wisst, Support ist kein Mord. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.